Millionen Menschen leiden weltweit unter Hautkrankheiten wie Neurodermitis, Vitiligo, der Weißfleckenkrankheit, oder Psoriasis, auch Schuppenflechte genannt. Oft haben sie sich mit ihrer Krankheit arrangiert und die Hoffnung auf Besserung aufgegeben. Sie leiden täglich unter ihrer Situation und fühlen sich häufig ausgegrenzt. Oft versuchen die Betroffenen, die erkrankten Körperstellen zu verbergen. Rötung und Schuppung an Ellenbogen und Knien gehören zu den typischen Symptomen der Psoriasis. Doch niemand muss sich mit dieser Krankheit abfinden. Eine effektive Therapie der krankhaften Hautveränderungen und der Symptome ist möglich. Mit der modernen Phototherapie steht den Betroffenen eine wirksame Behandlungsmethode zur Verfügung. Die Wirksamkeit der modernen Phototherapie ist wissenschaftlich genau belegt. Untersuchungen und Studien haben gezeigt, dass bestimmte Anteile des natürlichen Sonnenlichts Entzündungsprozesse in der Haut positiv beeinflussen. Betroffene sollten sich vor Beginn der Therapie von ihrem Hautarzt über die Einzelheiten beraten lassen. Heute bieten viele Dermatologen die Phototherapie zur Behandlung der Psoriasis und anderer Hautkrankheiten an. Moderne Bestrahlungsgeräte erzeugen mit ihren Lichtquellen genau diese therapeutisch wirksamen Wellenlängen. Vor Beginn der Phototherapie legt der behandelnde Dermatologe die optimale Anfangsdosis fest. Diese richtet sich nach dem Hauttyp und dem Krankheitsbild des Patienten. Der Hautarzt informiert auch über mögliche Risiken und Nebenwirkungen. Für eine gezielte Therapie werden die Ausprägung und Symptome der Psoriasis untersucht und genau erfasst. Die Lichttherapie ist in der Regel gut verträglich und sollte 3 bis 5 Mal pro Woche erfolgen. Die Phototherapie wird mit speziellen Anteilen des UV-Lichts durchgeführt, die besonders wirksam sind. Das Spektrum der natürlichen UV-Strahlung wird entsprechend seiner Wellenlänge in UVA, UVB und UVC eingeteilt. Nur die langwelligen UVA-Strahlen und die kurzwelligeren UVB-Strahlen werden für therapeutische Zwecke genutzt. UVA-Strahlen haben eine Wellenlänge von 315 bis 380 Nanometern und dringen bis in die Dermis, also die Unterhaut, ein. Sie wirken dort auf Entzündungszellen und spezifische Bindegewebszellen. UVB-Strahlen besitzen eine Wellenlänge von 280 bis 315 Nanometern und gelangen bis in die Epidermis, die Oberhaut. Der langwellige Anteil des UVB-Lichts zeigt dabei eine besondere Wirkung in den unteren Schichten der Epidermis, insbesondere in der Basalzellschicht. Außerdem besteht bei der Anwendung von langwelligen Anteilen des UVB-Spektrums eine geringere Erythemgefahr im Vergleich zu einer Anwendung mit einem UVA-UVB-Mischspektrum. Daher hat sich für die Behandlung der Psoriasis die Phototherapie mit dem selektiven langwelligen UVB-Spektrum bewährt, bekannt unter dem Begriff Schmalband-UVB-Therapie. Der maximale Peak der emittierten UVB-Strahlen liegt hier bei 311 Nanometern. Die Wirksamkeit beruht einerseits auf ihrer immunmodulierenden Wirkung, wobei Entzündungszellen wie zum Beispiel T-Lymphozyten und spezielle Mediatoren wie zum Beispiel Interleukine beeinflusst werden. Andererseits wird aufgrund der optimal geeigneten Wellenlänge die Zellteilung in der Basalzellschicht der Epidermis gehemmt. Diese komplexen Wirkmechanismen führen klinisch zu einer Besserung der entzündlichen Hautveränderungen und zur Abnahme der Schuppung. Die Schmalband-UVB-Therapie gilt heute aufgrund ihrer optimalen Wirksamkeit und guten Verträglichkeit als Therapie der ersten Wahl bei mittelschwerer und schwerer Psoriasis. Für die Phototherapie werden Geräte sowohl für die Ganz- als auch für die Teilkörperbestrahlung eingesetzt. Ganzkörpertherapiegeräte sind Bestrahlungskabinen mit speziellen medizinischen UV-Lampen für eine homogene Rundumbestrahlung des Körpers. Im Gegensatz zu Solarien, die Bräunungszwecken dienen, gewährleisten hochentwickelte Lichttherapiegeräte mit medizinischer Zulassung ein Höchstmaß an Sicherheit für den Patienten. Eine professionelle Sensortechnologie in Verbindung mit modernen Steuerungssystemen bildet die Basis für eine effektive und sichere Phototherapie. Bei jeder UV-Bestrahlung muss zum Schutz der Augen eine UV-Schutzbrille getragen werden. Die Dosiseingabe erfolgt durch das medizinische Fachpersonal an der Steuerungseinheit oder kann online über das EDV-System übertragen werden. Die eingestellte Dosis wird exakt verabreicht. Fest eingestellte Dosislimits und Plausibilitätsabfragen in der Steuerung dienen der Sicherheit.
Nach Ende der Bestrahlungszeit oder bei Unterbrechungen schalten die UV-Lampen automatisch ab. Bei der Teilkörperbestrahlung werden die betroffenen Hand- oder Fußinnenflächen direkt auf die Therapiemodule gelegt. Auch hier schalten sich die Lampen nach Verabreichung der voreingestellten Dosis automatisch ab. Die Betroffenen fühlen sich wieder wohl in ihrer Haut. Sie sind unbeschwerter im täglichen Leben und im Umgang mit Familie und Freunden. Die Haut verändert sich spürbar zum Besseren. Sind auch Sie betroffen? Dann nutzen Sie die Chancen einer Phototherapie.